Liebe Freunde des gepflegten Amateurfußballs an den Endgeräten, mein Name ist immer noch Sascha Köppen. Ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe des Fußball Niederrhein Videotalks. Heute sind wir mal wieder in Duisburg zu Gast und zwar bei Viktoria Buchholz. Wollen darüber reden, was in den vergangenen Jahren da so gelaufen ist, was in der neuen Saison geplant ist, wo es hingehen soll. Vielleicht auch, was der Verein so ein bisschen anders macht, als andere Vereine das tun. Und zu dem Zweck haben wir heute den Trainer Mike Sauer da. Hallo, ich grüße dich. Hallo Sascha, ich grüße auch. Hi. Ja, wir haben alle eine lange Pause hinter uns, die wir uns so nicht gewünscht haben. Und jetzt hat es bei euch dann auch wieder angefangen mit dem Fußball. Wie seid ihr denn so wieder reingekommen? Ja, also erstmal sind wir alle froh, dass es natürlich jetzt wieder losgeht, wo die Corona-Regeln es so langsam möglich gemacht haben. Haben wir uns dann erstmal, hat der sportliche Leiter Michael Ross erstmal so ein kleines Fußball-Tennis-Turnier organisiert, ja, um da einfach mal ja, wieder den Spaß reinzubekommen. Und alle waren natürlich heiß und wir mussten uns natürlich an die Richtlinien halten. Und ja, jetzt offiziell seit 2 Wochen sind wir wieder dran mit der Vorbereitung. Und davor haben wir dann sporadisch 2-mal trainiert, um einfach ja, mal wieder ein Gefühl für einen Ball zu bekommen und generell mal so ein paar fußballspezifische Abläufe zu bekommen. Es gibt ja schon so den einen oder anderen Kollegen, wenn man jetzt mit Trainern spricht, der dann sagt, okay, da ist jetzt einiges aufzuarbeiten. Das hat nichts mit dem zu tun, was bei einer normalen Sommerpause der Fall ist. Wenn man ein halbes Jahr irgendwie kaum vor den Ball getreten hat, dann ist das natürlich schon ein bisschen elementarer, was da zu tun ist, ne? Ja, absolut. Also wir haben jetzt 9 Monate Pause gehabt und klar, man merkt den Jungs das schon an, aber ich habe das große Glück. Ich habe unheimlich disziplinierte Jungs und die sind auch alle Fußball verrückt und ein Großteil der Mannschaft hat sich einfach fit gehalten und klar, es ist natürlich immer was anderes, wenn man laufen geht. Ja, ich war selber total bekloppt und bin 5-mal die Woche laufen gewesen und ich habe dann auch mit dem Fußballtennis mitgemacht, aber klar, da merkt man das natürlich schon, dass es ganz andere Abläufe sind und ja, es braucht Zeit, deswegen machen wir auch 8 Wochen Vorbereitung intensiv und ja, mit 10 Testspielen dabei. Also von daher, es braucht natürlich Zeit und ich bin da aber guter Dinge. Also wir erfinden das Rad nicht neu. Natürlich sind verrückte Zeiten, aber wir passen uns den Zeiten an und gibt kein Jammern, gibt nur Klotzen. Ist es denn so, dass man sich da jetzt auch darauf einstellt, du machst ja für diese 8 Wochen ja sicherlich ein Programm im Vorfeld, dass man das auch wirklich anders anlegt, als man das jetzt in einer anderen Saisonvorbereitung angelegt hätte? Ja, natürlich. Gut, einerseits ne, ist immer so ein tolles Wort Belastungssteuerung, ne? Aber dafür muss man erstmal belasten, ja. Also ich höre mal, ja, Trainer, wir müssen eine Belastungssteuerung machen, ja, aber dafür müssen wir erstmal zum Laufen kommen. Klar, es ist natürlich eine andere Vorbereitung, aber wie ich schon gesagt habe, also wir erfinden das Rad dann jetzt letztendlich auch nicht neu, ja. Normalerweise sagt man, eine Vorbereitung geht irgendwo 6 Wochen. Ja, jetzt haben wir so 8 Wochen und eigentlich auch schon 3, 4 Wochen vorher schon mit 1 bis 2-mal Training. Aber ja, man muss natürlich auch so ein bisschen gucken, wie der ein oder andere das alles verkraftet. Der ein oder andere, der wird schneller fit, und der andere ist direkt wieder fit. Also da denkst du, der hatte gar keine Corona-Pause und von daher. Ja, man muss im ständigen Austausch mit den Jungs bleiben und auch so ein bisschen auf sein Bauchgefühl achten und ja, und dann sollte die ganze Sache laufen. Weil es ist ja auch wichtig, dass man das Ganze jetzt so aufbaut nach so einer Pause, dass auch da sich möglichst jetzt niemand verletzt und dir dann zu Beginn dann nicht zur Verfügung steht, ne? Ja, wir haben jetzt Gott sei Dank einen großen Kader und ja, von Verletzungen kann man sich ja generell nicht freimachen. Ne? Klar ist natürlich jetzt alles etwas noch sensibler mit der langen Pause, aber man hat immer, gerade im Amateurbereich, auch dann den ein oder anderen Urlauber, ja, und auch generell Verletzungen. Der eine hat Schicht, also von daher ist es jetzt irgendwie auch wo nichts Neues, ja, dass man dann so ein bisschen improvisieren muss und kompensieren muss. Wir haben noch eine gute zweite Mannschaft, ja. Wir haben auch noch aus der A-Jugend Jungs, die da mit den Hufen scharren. Also wenn der ein oder andere einfach mal ausfallen sollte, kriegen wir das auch kompensiert. Großer Kader ist natürlich schon ein gutes Stichwort. Vielleicht erzählst du mal so ein bisschen, was sich so bei euch personell getan hat und ob ihr so durch seid oder ob ihr noch irgendwelche Baustellen habt, wo du gerne noch hättest, dass sich da noch was bewegt. Ja, der Kader ist eigentlich zum Großteil zusammengeblieben und ja, wir haben 6 A-Jugendliche jetzt dazu bekommen. Also die Mannschaft, die wird gefühlt irgendwie von Jahr zu Jahr jünger.
Wir können da auch keine großen Sprünge machen. Im Gegenteil, wir achten da schon bei Viktoria Buchholz drauf, dass wir da die Jugend fördern. Und ja, Ziel muss es einfach sein, dass wir die A-Jugend näher einfach an die erste Mannschaft bringen und da einfach ja, gute Jugendspieler ausbilden und dass wir die halt in die erste Mannschaft integrieren können. Das ist einfach brutal wichtig, dafür steht der Verein und ja, das ist unter anderem meine Aufgabe, dass ich die Jungs dann da ranführe an die Bezirksliga und ja, von daher können wir da keine großen Sprünge machen, was auf dem Transfermarkt also was der Transfermarkt so hergibt. Ne? Also gestandene Landesliga- oder Oberligaspieler können wir, so wie manch anderer Verein, nicht holen. Klar, ihr müsst euch eure Mannschaft dann ein Stück weit selbst machen. Aber es ist natürlich trotzdem eigentlich ja ziemlich beeindruckend nach dem Abstieg aus der Landesliga 2018. Da gibt es ja dann auch oft die Situation, wenn man dann eine Liga runtergeht, gerade auf dem Level, wo es dann schon noch wirklicher Leistungsfußball ist. Dass man irgendwie so ein bisschen abstürzt. Das ist bei euch ja nicht passiert. Ihr wart in den drei Spielzeiten jetzt nach dem Abstieg, wart ihr Dritter, Vierter und Dritter. Man muss das natürlich immer ein bisschen, die beiden vergangenen Saisons natürlich separat bewerten, aber trotzdem habt ihr ja konstant direkt immer oben mitgespielt. Wie habt ihr das angestellt? Weil, wie gesagt, ich sag mal, es gibt ja dann auch nach so einem Abstieg, der eine oder andere möchte vielleicht die Liga halten, sucht sich dann einen anderen Verein in der Landesliga und ist euch dann vielleicht auch nicht erhalten geblieben. Aber ihr habt ja trotzdem immer oben mitgespielt. Habt ihr irgendwie was anders gemacht als andere Vereine? Was tut ihr dafür? Ja, es ist so, also da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ganz, ganz viele Jungs spielen schon sehr lange zusammen und das ist... Also ich bin ja, oder anders, ich bin ja nach Michael Ross, der Trainer war, ich war ja Co-Trainer und dann habe ich ja die Mannschaft dann übernommen, wo wir dann runter in die Bezirksliga sind. Ja, und letztendlich ja, habe ich dann irgendwann mal dann auch gesagt, pass mal auf, ne, Michael wird dann sportlicher Leiter, dann haben wir auch gesagt, okay, irgendwas muss ich jetzt tun und wir müssen jetzt irgendwas verändern, wir brauchen da mehr junge Leute, ja, weil wir hatten dann schon den Alt oder den einen oder anderen älteren Spieler und haben wir gesagt, okay, jetzt die Durchlässigkeit darf nicht mehr so sein, wir müssen was generell im Verein verändern, in der Jugendarbeit. Ja, und unser Ziel war einfach, dass wir jetzt nicht nach links und nach rechts großartig gucken bei anderen Vereinen, ja, und irgendwelche Spieler holen, weil wir haben ganz gesagt, alles klar, wir wollen ganz gezielt Jungs aus dem Duisburger Süden holen. Wir wollen gucken, dass die Mannschaft natürlich die jüngeren Spieler zusammenbleiben mit einer guten Mischung von den älteren Spielern. Wir haben jetzt mittlerweile ja, Jungs, die spielen das sechste, siebte Jahr schon zusammen und ja, die haben auch nur nirgendwo anders gespielt und das ist natürlich schon ein großer Pluspunkt. Die Jungs, das ist ein eingeschworener Haufen und ja, wir wollen natürlich versuchen auch mit den Jungs Leistungsfußball zu spielen, ja, also nicht von wegen Ball hinlegen, Abstoß, hoch und weit gibt Sicherheit und dann mal gucken, was passiert. Also wir verfolgen das schon jetzt schon seit ein paar Jahren wirklich ein klares System, ein klares Ziel und versuchen das dann auch auf die A-Jugend runterzubrechen, auf die zweite Mannschaft runterzubrechen. Also ja, so ein bisschen quasi wie das so ein NLZ macht, natürlich auf Amateurebene. Und ja, da versuchen wir uns kontinuierlich halt einfach zu verbessern auf den Positionen auf und neben dem Platz. Ne? Das ist natürlich insofern ja auch, das ist ja schon ein spannender Ansatz und das setzt natürlich auch voraus, A, dass der Verein den jungen Spielern dann die Zeit gibt und auch B, dass der bestehende Kader, wenn dann da die 19-jährigen Jungs aus der Jugend kommen, dass der die auch sofort akzeptiert und aufnimmt. Das ist ja auch ganz wichtig. Da muss man eine Kultur für schaffen. Definitiv. Und da sprichst du schon richtig an und das haben wir einfach jetzt die letzten Jahre getan. Wir haben da eine Kultur für geschaffen, wie du es so schön gesagt hast. Also erstmal die Älteren, also ich sage immer die Älteren, ja, der eine ist jetzt 30 geworden, ja. Mit dem muss ich schon fast jetzt mal Streit anfangen, weil der schon zu alt ist für die Mannschaft. Weil wir haben die letzten 3-4 Jahre immer die jüngste Mannschaft oder einer der jüngsten Mannschaften der Liga gehabt. Diesmal ist die Mannschaft wieder 23 Jahre im Schnitt alt. Und erstmal muss man dann vor den Alten einen Hut ziehen. Also Alten in Anführungsstrichen, ja, weil die eigentlich auch noch nicht so alt sind. Die integrieren die Jungen total gut, ja, die holen die an die Hand. Und ja, das ist auch vom Trainerteam einfach auch Aufgabe, die Jungs dann auch daran zu führen. Und wie ich so schön gesagt habe, jetzt dann auch der Presse, ja, wir hatten gestern zum Beispiel gegen Hamburg 07 gespielt, ja.
da sind dann Fehler einkalkuliert bei so jungen Spielern, ja, wenn dann, wenn man dann drei Jungs dann aus der Leistungsklasse einwechselt, ja, und der Gegner dann sechs aus der Oberliga gestandene Spieler, dann ist eine Niederlage auch einkalkuliert und dann sind auch Fehler einkalkuliert und diese Fehler, das ist einfach bei uns so, die gestehen bei den Jungs auch zu und die Fehler sind einfach Gold wert, ja, weil solche Fehler passieren dann halt dann auch nicht so oft mehr und ja, das ist halt ein unglaublicher Weiterentwicklungsprozess dann für die Jungs und auch einfach, ja, generell für die ganze Mannschaft und ja, mir geht dann wirklich das Herz auf, ja, wenn ich dann 6A-Jugendliche dazu bekomme, die älteren Spieler, die gut integrieren und ja, die Jungs dann Fehler machen, aber ich dann auch sehe, ja, nach einer guten Trainingseinheit oder auch dann nochmal unterm Vier-Augen-Gespräch, wie die Jungs dann, ja, wie die das dann umsetzen, ja, und dann haben die auch schlaflose Nächte und die brennen wirklich da drauf, die haben richtig Bock da drauf, sind alles Duisburger Jungs aus dem Süden, aus der eigenen A-Jugend, die haben richtig, richtig Lust dann auch bei uns in der ersten Mannschaft dann zu spielen und sich zu zerreißen. Ja, und es macht dann einfach Spaß, ne, die Jungs dann auch zu fördern und zu fordern, ne. Klar, man konnte jüngst ja auch bei der Europameisterschaft wieder sehen, dass Qualität haben viele Mannschaften, aber da, wo das Kollektiv zu 100% funktioniert, da ist letzten Endes der Erfolg. Und das ist, denke ich mal, auf jeder Ebene runtergebrochen, auch im Amateurbereich auf jeden Fall so, das ist gar keine Frage. Steht und fällt aber natürlich auch mit einem Trainer. Wie würdest du dich als Trainertyp charakterisieren? Was bringst du ein, um genau dahin zu wirken, dass das so funktioniert? Ja, ich würde schon sagen, ich bin positiv bekloppt, so, ne? Also, wie ich ja schon in unserem Vorgespräch gesagt habe, also wir trainieren jetzt auch wirklich fünfmal die Woche, beziehungsweise wir haben 5 Einheiten in der Woche. Ja, ich fordere die Jungs dann schon ganz schön, aber ich würde mich jetzt nie so sehen, irgendwie so von oben herab oder irgendeine Hierarchie. Ja? Also ich versuche wirklich den Jungs auf Augenhöhe zu begegnen, ja, mach auch außerhalb des Platzes viel, viel Quatsch mit, aber ja, die Jungs, die wissen einfach bei mir, alles klar, wenn es dann auf den Platz geht, wenn die Trainingseinheit dann losgeht oder das Spiel, ja, dass die Jungs dann Vollgas geben müssen, weil das habe ich schon immer von mir verlangt als Spieler, das verlange ich jetzt auch von mir als Trainer, auch im privaten Bereich und für mich ist es einfach wichtig, den Jungs das halt auch mit auf den Platz zu geben, aber auch halt außerhalb des Platzes, ja, mir ist es wichtig, dass die Jungs untereinander Respekt haben, ja, das versuche ich natürlich auch, indem ich respektvoll den Jungs gegenüber bin, den Jungs das auch zu vermitteln. Mir ist es wichtig, dass die Jungs sich respektvoll dem Betreuer gegenüber verhalten, respektvoll der A-Jugend, der zweiten Mannschaft, der dritten Mannschaft, der vierten Mannschaft. Wir haben ja etliche Mannschaften im Verein und es ist ein tolles Vereinsleben und ja, klar, es ist immer von Zielen, also es wird immer viel von Zielen gesprochen, aber das mache ich halt nicht nur vom Tabellenplatz abhängig. Großes Ziel, einfach ist es auch von mir, weil ich auch so viele junge Spieler habe, denen einfach auch generell ja, einen guten Weg mitzugeben, auch fürs spätere Leben und nicht nur halt im fußballerischen Bereich. Klar will ich denen eine gute fußballerische Ausbildung geben, will natürlich auch einen Leistungsfußball spielen lassen, aber mir ist es genauso wichtig, ja, dass ich da auf Deutsch gesagt keine, ja, wie sagt man, ich darf jetzt kein falsches Wort sagen, aber keine faulen Eier in der Mannschaft habe, da lege ich wirklich Wert drauf. Ja, die Jungs, die sind alle charakterlich einwandfrei. Da achte ich auch sehr drauf in dieser Kaderzusammenstellung. Und das will ich den Jungs auch einfach ja, auf und neben dem Platz mitgeben. Das wird ja auch jeder, wenn du zum Beispiel, ich habe mal so ein Anti-Aggressionsseminar, dem durfte ich mal beiwohnen, was ja schon mal so von Verbandsseite dann irgendwie verordnet wird, wenn sich irgendwo einer nicht benommen hat. Und da wirst du auch immer hören, dass wenn jemand einmal da auffällig geworden ist, dass man diese Spieler am besten aus Mannschaften raushält, weil man sich damit das komplette Gefüge kaputt macht. Das ist natürlich auch sehr schwierig schon, selbst wenn es jetzt nicht solche Extrembeispiele sind, sondern wenn du einfach auf Deutsch gesagt einen Stinkstiefel in der Truppe hast. Das kann dir natürlich dann total alles versauen, das ist ja keine Frage. Du hast gerade gesagt, du machst die Ziele nicht nur von Tabellenplätzen abhängig oder an Tabellenplätzen fest, aber trotzdem ist es natürlich schon so, der Erste steigt auf. Ist das ein realistisches Ziel für euch, da oben ranzufühlen? Ihr wart jetzt ja die vergangenen Jahre immer nah dran. Ist das was, wo ihr sagt, das nehmen wir mit, wenn es passiert, aber wir streben das jetzt nicht aktiv an oder geben das nicht als Vorgabe aus? Nein, wir geben es nicht als Vorgabe auf. Also wie ich gesagt habe, natürlich will ich schon immer das Maximum rausholen, aber da muss man auch die Kirche im Dorf lassen. Ja, wir haben jetzt die letzten Jahre immer um Aufstieg mitgespielt. Das Ziel ist es auch wieder dieses Jahr. Ja, wir stecken uns auch innerhalb der Mannschaft schon Ziel. Ich frage die Jungs auch, Jungs,
Ne? Wollt ihr zweimal trainieren und Kiste Bier freitags trinken und dann um 10. Platz mitspielen? Oder wollen wir es so machen, wie ich es gerne hätte? Dreimal Training im Normalfall plus einmal Spiel und dann leistungsbezogen und um Aufstieg mitspielen. Und dann kriege ich jedes Jahr immer die Antwort zu einem Trainer, wir wollen dreimal trainieren, wir haben richtig Bock, wir wollen um Aufstieg mitzuspielen. Okay, dann muss man dafür was tun. Ja? So einfach eine ganz, ganz einfache Formel. Aber ich muss schon immer schmunzeln, ja, wenn ich dann unseren Etat sehe und von dem einen oder anderen den Etat, ja, und viele holen gestandene Landesligaspieler und ich kriege jetzt 6 A-Jugendliche dann aus der Leistungsklasse und dann, wenn dann viele sagen, ja, Viktoria Buchholz ist immer einer der Aufstiegsfavoriten, dann muss ich schon immer schmunzeln. Weil, ja. Ist auch ein Ausweis eurer Arbeit, muss man natürlich dann sagen. Wenn das so wahrgenommen wird, dann müsst ihr irgendwo was richtig gemacht haben. Gut, das müssen jetzt andere beurteilen. Aber Fakt ist, wir wollen so hoch wie möglich immer die Ziele stecken, weil dafür spielt man Fußball, dafür trainieren wir. Und ich habe großes Vertrauen in die Mannschaft und ich denke, ich kann es relativ gut einschätzen. Und deswegen sage ich auch ganz selbstbewusst dieses Jahr, ja, natürlich wollen wir wieder um den Aufstieg mitspielen, aber auch wenn es wieder eine brutale Gruppe ist und ja, in der Gruppe wirklich 7 bis 8 Mannschaften ja, um den Aufstieg mitspielen können. Aber warum soll ich jetzt die letzten jetzt sagen, wir wollen 10. werden, wenn wir die letzten 3 Jahre um Aufstieg mitgespielt haben. Also von daher sind wir da wieder sehr selbstbewusst. Und wenn es um Platz 1 bis 5 wird, ja, und wir eine ordentliche Saison gespielt haben, wenn die Jungs sich weiterentwickelt haben, ja, dann können wir alle zufrieden sein. Und wenn es natürlich mal für den ganz großen Wurf reicht, da sagen wir natürlich auch nicht nein, aber wir können da ganz entspannt arbeiten im Verein und keiner setzt da irgendwie so ein Ziel aus. Und von daher ist das alles eine ja, relativ entspannte Geschichte vom Verein aus. Ich bin da nicht so entspannt, ich will nämlich immer maximalen Erfolg. Ja, das sollte eigentlich natürlich auch so sein. Ihr habt ja die Gruppe, wo ihr die Essener mit dabei habt. Was sind so die Mannschaften, von denen du die meiste Konkurrenz da erwartest? Gut, da könnte ich jetzt fast jede Essener Mannschaft aufzählen, aber ne, wenn man den Vogelheimer SV sieht oder jetzt auch Katernberg mit einer sehr guten Truppe, TuS Essen West, ja, ich könnte da wieder Schönebeck, also ich könnte da jetzt so weitermachen und dann jetzt aber auch noch die Duisburger Vereine mit Duisburg 08, GSG. Also da gibt es viele Vereine, die ich dir jetzt sagen könnte. Und von daher, bei dem einen oder anderen ist eigentlich mit dem Kader, müsste das eigentlich ein Selbstläufer sein. Von daher bin ich da relativ entspannt. Ja, es klingt auf jeden Fall so, als wenn wir da in der Bezirksliga 7 auch eine spannende Saison zu erwarten haben. Das werden wir natürlich mit den vielen Fupanern draußen gemeinsam beobachten und werden natürlich auch gucken, wo ihr dann letzten Endes mit eurem Konzept landet. Das ist natürlich auf jeden Fall eine spannende Sache. Mike, ich danke dir für das spannende Gespräch. Danke auch, Sascha. Hat mich gefreut. Mich auch. Und wir sehen uns und hören uns hoffentlich bei der nächsten Ausgabe des Fußball Niederrhein Videotalks wieder, wenn wir wieder einen spannenden Gast haben und wieder entspannt ein Viertelstündchen oder 20 Minuten über Amateurfußball reden. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Bis dahin. Ciao, tschüss.